Hallo, einen schönen guten Tag allen Zuschauerinnen und Zuschauern von diesem Vlog. Ich nenne ihn die rote Karte gegen Neoliberalismus und Lohndumping in Europa und anderswo. Gekommen, dieses Video zu machen, beziehungsweise inspiriert hat mich ein Artikel von der Taz, die Union der Lohndrücker. Ich habe den hier mal ausgedrückt. Natürlich findet ihr in der Videobeschreibung auch einen entsprechenden Link dazu. Es geht halt in diesem Bericht darum, wie die Europäische Kommission, wie von höchster Ebene, von der sogenannten Troika, diese Lohndrückerei in Europa noch gefördert und gepusht wird und von oberster Ebene sogar gewollt ist. So wurde Griechenland zum Beispiel angewiesen, seine Löhne im öffentlichen Dienst um 25% zu kürzen. In ähnlicher Weise wurde in Rumänien eingegriffen. In Belgien, was ich ganz interessant fand, da gibt es zum Beispiel eine Regelung, dass sich die Löhne automatisch an die Inflation anpassen. Das will man ja nicht. Da kriegt man ja gar keine Reallust für Löhne mehr bei der Bevölkerung und kann sich die Profite nicht so leicht fetter machen. Wie gesagt, im Detail könnt ihr das hier nachlesen. Link gibt es natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und eine Möglichkeit, die mir ganz gut gefällt, dieser Politik in Europa zumindest, die rote Karte zu zeigen, ist dieser Aufruf, den ich sehr gut finde, eigentlich momentan den besten, den ich zu diesem Thema im Internet gefunden habe. Demokratie statt Fiskalpakt. Habe ich natürlich unterschrieben. Sind, finde ich, sehr sinnvolle Forderungen drin, halt den Fiskalpakt nicht zu ratifizieren, weil er hilft wirklich nur den Banken und nicht den Menschen. Die Staatsschulden streichen, gesellschaftlichen Reichtum umverteilen. Wie gesagt, im Detail, es gibt wieder einen Link, auch hierhin. Schaut es euch an. Ich habe ihn natürlich unterschrieben. Würde mich freuen, wenn er noch möglichst viele Unterschriften kriegen könnte, damit wir den Neoliberalen und Lohndumpern endlich mal die rote Karte zeigen können. Mensch, Max, du hast die falsche rote Karte Oh, gegriffen, ja. Mann. Die ist natürlich jetzt scheiße. Also die rote Karte hier, die hilft gar nichts. Da würde ich dann empfehlen, vielleicht mal auf den Nachdenkseiten zu gucken. Beziehungsweise, ich mache auch einen Link bei Alle gegen Bild. Weil die Bild-Zeitung, die diese Politik ganz massiv mit unterstützt und immer wieder gegen untere Lohngruppen, gegen Hartz-IV-Empfänger hetzt, die hat jetzt vor, ganz Deutschland ihre Bild-Zeitung zu verteilen. Da können wir dann wirklich die, naja, ich habe keine andere, diese kaputte, rote Karte zeigen, der Bild-Zeitung nämlich. Es gibt von den Nachdenkseiten diese tollen Aufkleber. Die kann man an seinem Briefkasten machen. Besser noch, dann macht man nämlich die Sache für die Bild-Zeitung unangenehmer und teuer. Man folgt dem Link Alle gegen Bild. Dort kann man sich auch eintragen lassen, dass man diese Zeitung nicht bekommen möchte. Das haben jetzt schon so 130.000 Leute gemacht. Dort vergrößert ein bisschen das Logistikproblem für die Bild und ist noch besser als den Aufkleber. Den kann man natürlich zusätzlich, ist ja sehr hübsch eigentlich, auch noch auf seinem Briefkasten machen. Ja. Und so den Neoliberalen wieder mal die rote Karte zeigen. Um ihnen zu sagen, dass wir diesen Neoliberalismus, dass wir diese Welt nicht wollen. Dass sie von uns nicht gewollt ist, von der Bevölkerungsmehrheit. Dass wir weltweit eine Alternative brauchen zum Kapitalismus, wie er momentan funktioniert. Da finde ich es halt ganz interessant, ein wirklich weltweiter Ansatz, der
sicherlich vielleicht noch in ein oder anderen Punkt weiter ausgearbeitet werden muss, worauf ich immer wieder gern verweise, Equal Money. Natürlich nicht nur für Europa, wo ich es jetzt hinklebe, sondern weltweit könnten wir damit, wenn wir das weiter propagieren, den Neoliberalen wirklich die rote Karte zeigen. Das war's eigentlich, was ich sagen wollte. Inhaltlich will ich mich jetzt gar nicht groß weiter äußern. Wie gesagt, liest hier, liest dort, liest dort. Zu Equal Money gibt's natürlich auch einen Link. Ja, das war's eigentlich mit dem Video für heute. Ich wünsche euch allen noch einen schönen sonnigen Tag und zeigt den Neoliberalen die rote Karte. Ah, Quietschen klappt heute nicht.